Ja, natürlich, denn zwischen Telefonaten so gar noch so. Vielen Dank, Mr. Brown. Ja, lege ich auf. Kate, wähle schon gleichzeitig die nächste Nummer. Kate, bisschen, wie gesagt, mehr lächeln. Das merken die Wähler. Ja, Mr. Davis, hallo. Ich gebe dir doch schon die Ja, größten. Mr. Nein, Newhouse. ich meine nicht Sie, Herr. Ich zeige nur so ein Lächeln. So, Leute so an und deute dann auf Kate. Sie versucht ihr bestes Grinsen aufzusetzen, aber es wirkt eher gequält. Ja, Kate, du merkst, du hast das Problem. Manche Leute, die du anrufst, die sind so pro-Trump, die wollen eigentlich die ganze Zeit nur ihre Plattitüden und ihre aggressiven Slogans irgendwie nochmal einerseits loswerden und dann aber auch von dir nochmal erwidert hören, ne? Also denen ist das wichtig, dass Trump, wenn er dann im Amt ist, ne, dass er mal so ein bisschen diesen Sumpf, wo alle privatwirtschaftliche Initiative irgendwie untergeht in diesem Regulationswutsumpf in DC. Da geht alles unter und der muss da endlich mal die Machete ansetzen und der muss da endlich mal den Schlamm loswerden und er muss einfach mal richtig hier die privatwirtschaftliche das privatwirtschaftliche Potenzial entfesseln. Trump weiß ja, wie das ist. Andererseits hast du die alten Republikaner, die sagen, ja, Trump ist irgendwie, nee, das ist uns zu wild, der Kandidat. Wie gehst du denn damit um, mit diesen zwei Positionen, die dir entgegenschallen durchs Telefon? Die, die so extrem pro-Trump sind, da versuche ich eigentlich irgendwie gar nichts zu sagen. Also, sondern halt einfach, dass sie in ihrem guten Lauf bleiben und naja, die, die gegen Trump sind, versuche ich so ein bisschen davon zu überzeugen, dass ja nicht all seine Wahlkampfversprechen wirklich so umgesetzt werden, wie man es ja schon von genügend Kandidaten kennt. Das sind natürlich solche Aussagen, wo immer wieder auch die Blicke von den anderen auf dir hängen bleiben. Also besonders von John. Also John, dieser Vorzeige der Republikaner, als wäre er schon mit einem Elefanten auf der Stirn zur Welt gekommen. Der beäugt dich schon sehr kritisch. Wie gehst du denn mit diesem Druck um, der auf dir lastet? Ich versuche mein Bestes, um einfach immer weiter zu lächeln und weiterzumachen, aber man sieht halt eindeutig, es ist gewählt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maskerade fällt. Okay, gehen wir mal in den Aufzug, wo Ray Blake und Danielle gerade einsteigen. Zu Danielle vielleicht, die hat so ein bisschen einen komischen Ruf in eurer Gruppe aus Praktikanten. Danielle ist still irgendwie und es ist nicht so ganz klar, warum sie eigentlich so viel stiller und zurückhaltender und unaufdringlicher ist als die meisten anderen von euch. Sie ist eine bildhübsche, junge, blonde Frau, makellos angezogen, steht sozusagen Ivanka Trump in nichts nach, also bis auf das mit ihrer stillen Art. So. Man kann sich nie so richtig sicher sein, wo sie eigentlich politisch steht. Sie ist freundlich zu allen, aber eben immer nur so minimal, wie es eben geht. Und ihr wisst alle, dass sie Schlafwanderin ist. Also sich mit Danielle den Schlafraum zu teilen, muss wohl eine ziemliche Herausforderung sein. Ihr hattet auch eine Kollegin, Rowena, eine Britin, die tatsächlich das irgendwann geschmissen hat. Nicht zwangsläufig jetzt wegen Danielle, aber die hat eben hingeschmissen und auch Kate ist immer deutlich übermüdeter als ihr Männer in eurem eigenen Schlafsaal quasi. Ja, steigt mit euch beiden, Ray und Blake, in den Aufzug. Und es Danny, wo geht. bist du heute Nacht lang gelaufen? Sie schlägt die Augen ein bisschen, klimpert ein bisschen mit den Wimpern. Bitte, was meinst du, Blake? Ah, weißt du, wenn du mal so nachts durch die Bude schleichst, kannst du mal zu Ray oder mir kommen. Was redest du denn da? Ich schleiche doch nicht durch die. Ach komm, das sind wir doch beide. Und die stoßt Ray so an und läuft ihm so ein Ray Grinsen verdreht die zu. Augen.
Sorry, Daniel. Er hat so viel Klimmzüge gemacht. Sie grinst ein bisschen bei deiner Bemerkung. Also was auch immer mit ihr los ist, auf jeden Fall hat sie einen guten Sinn für Humor. So hintersinnige Anspielungen sind ihr immer, da reagiert sie immer positiver drauf als Blakes offensives Geflirte. Ja, ich habe auch ein bisschen Sympathien für sie, weil ich ja auch mitbekomme, dass Leute hinter ihrem Rücken über sie reden. Mann! Was muss doch sein? Doch ein wunderschöner Tag heute. Ich weiß zwar nicht, welches Wetter ist. Welchen Tag haben wir heute überhaupt? Blake, es ist der 6. November und wir stehen 2 Tage vor der Präsidentschaftswahl. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt alle zusammenreißen und dass wir unseren Job gut machen. Ja, das läuft schon. Ja, unseren Job gut machen. Euch beschleicht so ein bisschen ein komisches Gefühl, wie ihr da im Aufzug nach unten fahrt. Das ist natürlich ein relativ langer Weg vom 52. Stock in die Lobby ins Erdgeschoss runter. Aber ihr könntet schwören, ihr seid schon bestimmt schon seit 5 Minuten in diesem Aufzug. Und trotzdem seid ihr erst im 37. Stock. Aber haben wir irgendwie einen Ausgang verpasst? Keine Ahnung, vielleicht. Sitzen die im Keller und drehen das Ding von Hand. 36. Stock. Ich hau ein bisschen auf die Knöpfe, auf das Display. Mach ein bisschen schneller. Oder bleib halt ganz stecken. Ihr seid definitiv in Bewegung. Also ihr spürt das Rütteln des Fahrstuhls, wie er fährt. Und er ist auch nicht irgendwie besonders langsam oder so. Vielleicht ist es eure eigene Ungeduld, in so einem engen Raum hier eingesperrt zu sein, zu dritt. Wo ihr wisst, dass ihr doch so viel zu tun habt, bis ihr irgendwann mal eine Pause machen könnt. Und trotzdem kommt es euch vor, als ja, wieso steht denn diese blöde Anzeige immer noch auf dem 36. Stock? Das kann doch gar nicht sein, ihr seid bestimmt schon 50 Meter gefahren. Weiß Ding, wie schneller fährt, dann kommt die Alte an und sagt, wir sollen die Treppen nehmen das nächste Mal, ey. Conway, der alte Drache. Du drückst immer frenetischer auf den Knopf mit dem Erdgeschoss, als würde davon der Aufzug schneller fahren. Aber tatsächlich fährt er eigentlich ungebremst schnell nach unten, nur die Anzeige will irgendwie nicht umspringen. Daniel meint, vielleicht ist es ja nur ein Anzeigefehler und wir sind schon weiter und auf einmal macht's Bing und ihr seid wieder ein Stockwerk weiter. 35. Boah, dann drück doch mal auf die 34, dann steigen wir aus und nehmen den nächsten, ey. Du drückst auf die 34 und der Aufzug rattert weiter. Aber der mischt sich so ein anderes Geräusch darunter. Als würde jemand an der Kette rasseln, an der Aufzug aufgehängt ist. Hört ihr das auch? Guck nach oben. Keine Ahnung. Ist das nicht immer so? Nein. Habt ihr schon mal von dem Gerücht gehört, dass Trump Tower gar nicht 55 Stockwerke hat? Sondern weniger. Oder was mehr? Ja, und? Ich weiß auch nicht. Es macht Ding und die Tür bleibt stehen auf dem 35. Stock. Sie öffnet sich mit einem gewissen Rattern. Also was jetzt? Fahren wir nach unten oder... Auf jeden Fall funktioniert er ja anscheinend. Ich drücke auf Tür schließen und Hämmer auf die Erdgeschosstaste. So, weiter geht's. Der Fahrstuhl führt euch in einer normalen Geschwindigkeit nach unten. Ihr seid in knapp einer Minute oder vielleicht 2 Minuten seid ihr die letzten 35 Stöcke runtergefahren. Als ihr aussteigt und auf die Uhr schaut, stellt ihr fest, es sind fast 10 Minuten vergangen, seit ihr oben losgefahren seid. Und in der Lobby ist natürlich schon Gedränge und die Leute wollen natürlich hoch in die Wahlkampfzentrale.
Sie sind schon angepisst, weil sie ja erstmal durch die ganzen Sicherheitskontrollen durch mussten. Hier unten in der Lobby kann man auch deutlich sehen, dass vor der Tür die Protestmassen immer größer werden. Sag mal, Ray, zeig deine Uhr auch 10 Minuten an. Sind doch um halb los. Ray macht sich eine mentale Notiz. Ich könnte jetzt Bescheid sagen, dass der Aufzug kaputt ist. Aber auf mich hört ja keiner. Komm schon, Blake. Ja. Lass uns draußen zu dem Wagen gehen. Da gab es gestern an die Arbeit. Ihr begebt euch zu eurem Posten in der Lobby. Ihr begrüßt die ersten Leute. Die Leute sind hier ungehalten, ne, dass sie jetzt hier länger warten mussten als nötig. Manche Leute haben einen Termin mit Governor Pence oder müssen hoch in die Wahlkampfzentrale oder so, und ihr habt jetzt irgendwie schon 10 Minuten Zeitverzug in die ganze Sache reingebracht. Die Leute beschweren sich regelrecht bei euch. Was entgegnet ihr? Entschuldigung, der Fahrstuhl musste leider für private Zwecke der Familie Trump kurz benutzt werden. Dafür werden sie doch sicherlich alle Verständnis haben. Jetzt beruhigen sie sich. Heute ist der 6. November, wir haben 2 Tage vor der Wahl. Heute nochmal alles geben, los, los, los! Und wer es richtig eilig hat, nimmt die Treppen! Mein Kollege hat ganz recht. Sie sollten vielleicht die Treppen nehmen. Das hält gesund. Gesunde Menschen braucht Amerika. Die Leute gucken euch an, als ob ihr wahnsinnig wärt. Was? Donald Trump ist die 5 Meter von der Balustrade da oben mit seiner goldenen Rolltreppe hier runtergefahren, um seine Präsidentschaftskandidatur zu verkünden. Und jetzt kommt ihr ihn hier mit solchen exotischen Ideen, Treppen benutzen. Welcher echte Amerikaner benutzt denn bitte Treppen? Setze mein gewinstes Lächeln auf, schnapp mir Danielle und lächel in die Menge. Und winkt den Leuten zu und sagt, ja, der Fahrstuhl ist doch da, meine Kollegin hat ihn auch schon gerufen und den zweiten Fahrstuhl rufen wir ihn auch noch. Ja, Ray, ich setze meinen ernsten Gesichtsausdruck auf und schüttel viele Hände, lass die Leute rein, sag nicht mehr viel. Kate, kannst du mal bitte schnell bei der Rezeption anrufen? Kate? Was soll ich denn sagen? Ja, Trump Tower, irgendwas ist mit Trump Tower. Weiß ich nicht, die Leute regen sich gerade in den Social Media Sachen auf, dass ich sehe hier Namen, das willst du gar nicht wissen. Irgendjemand, der gerade unten steht und dem jetzt gesagt wurde, er soll zu Fuß die 68 Stockwerke hochgehen. Mach mal bitte, was Blake und Ray da unten machen. Ob die schon da sind. Was soll das denn für ein Ich wähle halt die Nummer für die Rezeption. Ja, das Telefon klingelt unten bei Ray und den anderen. Ja, yep, Ray hier, was gibt's? Wir haben viel zu tun. Kate hier, was ist denn da unten los? Ian meinte, dass sich alle online aufregen, dass ihnen gesagt wurde, sie sollen die Treppen nutzen und dass einfach alles in Zeitverzug gerät. Boah, meine Güte, Leute sollen ihre... Ach, wir sind im Fahrstuhl stecken geblieben. Nichts weiter, deshalb sind wir ein bisschen zu spät gekommen. Sag ihm, er soll ein Meme drüber schreiben. Okay, ich sag's ihm. Und leg halt auf. Ian, du sollst. Knall den Hörer aufs Telefon. Ray, was ist denn da los? Computerfreak macht Stress oben. Irgendwer hat was auf Twitter geschrieben wegen. Hier und so. Lass ihn mal nicht im Temp machen da. So wie der den ganzen Tag mit seinem Laptop auf dem Schoß sitzt, soll er froh sein, wenn er überhaupt irgendwann noch scharf schießt. Und irgendwelche Computerstrahlen drinne. Du sagst es. Hallo, Sir. Ja, kommen Sie doch rein. Ian, der Typ da, der sich beschwert hat und wegen dem du unten angerufen hast, war übrigens Reince Priebus, der Chairman vom Republican National Congress. Der Parteichef der Republikaner sozusagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie meinten, du sollst einfach ein Meme oder sowas drüber machen. Hey, das ist nicht lustig. Weißt du, wer das war? Das war Priebus. Ich gehe jede Wette darauf ein, dass einer jetzt aus den oberen Stockwerken gleich hier runterkommt und fragt, was wir da unten machen.
Und ich will nicht mit Blake und Ray in ein Boot gesteckt werden. Ich habe mit denen nichts zu tun. Nur weil ich hier im gleichen Raum mit denen schlafe, bin ich nicht für deren Handlung verantwortlich. Das ich habe genauso wenig mit denen zu tun, das weißt du doch. Du, die meisten ich sind im Fahrstuhl stecken geblieben. Weißt du, was die gesagt haben? Also ich meine, das fühlt sich und fühlt sich und jetzt mittlerweile ist es auch auf Reddit schon gelandet. Die haben gesagt, dass der Fahrstuhl für private Zwecke benutzt worden ist und dass deswegen die Leute jetzt 68 Stockwerke nach oben laufen sollen. 68, 200 Meter. Wer hat denen denn ins Hirn geschissen? Kann man hier irgendwas aus nur machen? Es gibt die ersten Zeichnungen von Strichmännchen, wo jetzt hier im Fahrstuhl Donald eingeblasen wird. Mist. Ja, John, dann viel Spaß. Mir ist es egal. Also in 2 Tagen werde ich ausbezahlt. Ich mache den Scheiß auch noch gerne weiter, aber wenn der Tag nicht noch irgendwie gut laufen soll, dann kümmer du dich halt drum. Mir ist es egal. Mist. Wir müssen ja was machen. Das kann das nicht. Wir dürfen jetzt nicht schon wieder irgend so ein sowas haben. Was ist, wenn wir. Kann man die beiden da unten irgendwie dafür verantwortlich machen? Nee, man könnte sagen, dass sie vielleicht gezielt den Fahrstuhl blockiert haben. Ja, ich meine, alles den beiden zu in die Schuhe schieben. John, du hast den besten Draht von euch Praktikantinnen und Praktikanten zu den Chefs sozusagen, zu Trump und Pence. Du, klar, du bist immer noch Praktikant, also deine Aufgaben mit den beiden sind, beschränken sich in der Regel darauf, beim Ankleiden zu helfen und nochmal so kurze Briefings zu geben, auf die Trump sowieso immer pfeift. Aber mit Pence hast du ein relativ gutes Verhältnis. Pence ist ja auch immerhin ein richtiger Republikaner. Auch wenn er immer sagt, er ist zuerst Christ und dann Republikaner. Ja, ich könnte natürlich auch einfach Governor Pence anrufen und vielleicht kann er runter und das klären, selbst irgendwie, dass es ein Missverständnis war und das könnte ich auch versuchen. Wartet mal ganz kurz, dann werde ich sofort in die obere Zentrale anrufen. Man teilt dir mit, dass Governor Pence und Candidate Trump noch in Michigan unterwegs sind, wo sie am Abend zuvor nochmal eine große Rallye gehalten haben und wo es jetzt am Morgen noch ein paar Termine gibt. Und sie sind quasi auf dem Rückflug jetzt nach New York. Guckt, das können wir einfach abwenden. Die sind gar nicht hier. Deswegen, man kann einfach sagen, das ist ein wirklich ein Missverständnis war und sich da unten Spaß erlaubt haben oder irgendwie sowas. Es wird gar nicht groß irgendwie das alles beeinflussen. Ja, okay, du hast keine Ahnung, wie Social Media funktioniert. Ian, deine Morgenroutine wird noch von einer anderen seltsamen Begebenheit unterbrochen, die für einen Moment sich aufdrängt und dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält. Du hast eine andere Direktnachricht bekommen über den Twitter-Kanal von Trump, was sehr seltsam ist, weil ihm da eigentlich niemand irgendwelche Direktnachrichten schickt. Und seltsam, weil die Nachricht von einem Account kommt, der scheinbar weder einen Namen noch einen Avatar hat. Ist einfach nur eine leere Zeile in deiner Anzeige. Ich würde mal versuchen, so ein paar Skripte drüber taufen zu lassen, ob da ein Virus wieder mit dabei ist. Ich meine, Hackerangriffe sind an sich nichts Besonderes, aber trotzdem mal schauen, ob da irgendeine verschlüsselte Datei oder sowas mit drin ist, die man dann abwehrt. Und bevor dann Trump über seinen eigenen Account dann drüber guckt und das auch irgendwie öffnet oder damit falsch umgeht, dann auch löschen, falls ich da nichts finden sollte. Die Datei an sich scheint keine Anhänge oder so zu haben, sondern eine einfache Textnachricht zu sein. Dann würde ich mal öffnen. In der Nachricht steht eigentlich nur, stehen nur 3 Worte ohne irgendwelche Anrede oder Absendeinfo oder so irgendwas. Da steht nur: Wir wissen Bescheid. Ja, wird dann gelöscht. Damit kann ich nichts anfangen.
Blödsinn, okay. Wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Du löscht die Nachricht einfach. Der Rest des Morgens verläuft, mit Sicherheit nicht stressfrei, aber so wie auch andere ganz normale Tage, Vormittage in dieser Kampagne abgelaufen sind. John, Kate, Gavin und Benjamin, ihr macht eure Telefonanrufe, ihr ruft Spender an, treibt neue Spenden ein, versucht die republikanische Basis zu motivieren, ihn versucht, die Social-Media-Kanäle soweit zu bereinigen, dass da auch Sachen stehen, die tatsächlich veröffentlichungswürdig sind und mit denen alle irgendwie einverstanden sein können, also so, dass es nicht potenzielle Wähler verprellt, aber jetzt auch nicht, also immer noch genug nach Trump klingt, dass Trump selber nicht irgendwie dagegen aufbegehren könnte und so, dass Kellyanne auch zufrieden ist. Und in der Lobby läuft das Ganze wie normal. Es gibt die gleichen Probleme wie immer. Irgendjemand meint, er hatte einen Termin mit Donald Trump, aber Donald Trump ist eben im Moment noch in Michigan unterwegs. Das war auch eine relativ kurzfristige Aktion, da nochmal hinzufahren, nochmal eine Rallye zu halten. Jetzt muss man halt irgendwie die Leute vertrösten und dafür sorgen, dass sie nicht direkt auf die Barrikaden gehen. Es ist aber alles mehr oder weniger normal. Irgendwann kommt der Kandidat und seine unmittelbare Entourage wieder zurück. Das müssen sofort natürlich irgendwie Social-Media-Posts und Pressemitteilungen veröffentlicht werden. Ihr kriegt da auch sofort das Material von Kellyanne dafür per E-Mail zugeschickt. Es gab eben eine größere Rallye nochmal in Detroit, Michigan. Der Staat ist extrem wichtig für Donald Trump, das ist ganz klar, und er hat auch eine klare Strategie, diese ganzen früheren Industriestaaten des Mittleren Westens für sich zu gewinnen, die Demokraten schlecht dastehen zu lassen, weil die Industrie dort vor die Hunde geht und egal was die Demokraten versucht haben, ist alles nicht funktioniert. Und dafür müsst ihr nochmal entsprechende Texte vorbereiten. Ian, was würdest du daraus denn für eine Botschaft für Twitter nochmal machen, für diese Kampagne? Ja, Hauptsache nochmal Hillary mit reinreißen, weil andere anschuldigen, es geht immer gut. Hillary lässt Chicago vor die Hunde gehen. Schon wieder. Und dann vielleicht noch so ein, aber wir sind da, und dann irgendwie vielleicht noch so ein Zusammenschnitt von der Rallye oder so. Genau so. Wir kümmern uns, und dann am besten auch nochmal Hillary selbst anschreiben mit einem Tag oder sowas. Das wirkt nochmal besonders gut nach der Frage, wo sie denn war. Ihr bekommt alle nochmal eine kurze Nachricht von Kellyanne. Ganz kurze Nachricht, Zeit für den Lunchbreak. Und danach kurze Besprechung in der Praktikantenzentrale. Geht an euch alle raus. Für die, die in der Lobby arbeiten, alle, die irgendwie einen Termin mit Trump hatten, wissen jetzt Bescheid, dass er wieder im Haus ist, geben sich langsam zu den Fahrstühlen, fahren nach oben, und auch für euch geht's in den Aufzug. Ja, natürlich nochmal das fleckige T-Shirt so ein bisschen runtergebürstet, die ganzen Flecken, die Pizzasachen, und mir dann nochmal sowas wie ein Jackett übergeworfen, über jetzt mein T-Shirt, ist dann so ein bisschen die Flecken verdeckt, eine richtige Hose angezogen, und dann geht's los. Ja, natürlich, genau, die Mauer wird gebaut, und aber finanziert will sie auch werden. Schon jetzt können wir natürlich auch davon schon Spenden entgegennehmen, natürlich, es kommt alles. Ja, wir wollen natürlich Amerika schon schützen, von innen und außen, natürlich, vielen Dank, ich will natürlich weiter telefonieren, jede Sekunde da ausnutzen, selbst beim Lunchbreak, also in die anderen Essen esse ich eigentlich nur so nebenher immer so und telefoniere eigentlich gleichzeitig noch, weil ich muss die Telefonzahl natürlich, die Liste einfach runterrattern,
und die Benjamin, Gavin und auch Kate natürlich nicht geschafft haben, weil sie nicht so engagiert sind. Da muss ich natürlich dann jetzt, oder denke ich, muss ich es natürlich auch rausholen. John, was dir auffällt, ist, also Kellyanne, das klang so wie die Ankündigung, dass sie persönlich bei euch vorbeischaut und dafür, dass ihr hier in diesem luxuriösen Apartment seid, sieht's aus wie Sau. Überall liegen irgendwie die leeren Kaffeebecher stehen rum, manche sind da umgefallen, einfach ausgelaufen auf dem Tisch und niemand hat sich drum gekümmert. Vor lauter Stress, überall liegen noch die Plastikverpackungen von den eingepackten Sandwiches, die ihr zum Frühstück hattet, leere Chipstüten und der ganze Krempel und ja, sie kommt hierher auf jeden Fall und sie meinte, es gibt irgendwie was Wichtiges, eine wichtige Ansage. Hohen Besuch hat sie geschrieben in ihrer Nachricht. Dann, wie gesagt, ich bleibe am Telefon, werde ein bisschen nervöser, vielleicht, es könnte eigentlich noch gar nicht sein, vielleicht kommt doch Donald Trump, wer weiß, vielleicht ist er ja schon da, ganz viele Gedanken schwirren mir durch den Kopf. Das Telefon bleibt. Ja, natürlich, mein Vater geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ja, er unterstützt natürlich auch diese Kampagne und mit sehr viel Geld, muss ich sagen. Und das löbt sich auch für einen richtigen Republikaner, das wissen Sie sicherlich auch. Und gleichzeitig gucke ich zu Gavin, Benjamin und Kate und auch immer schwierig ein bisschen zu Ihnen rüber und deute so auf den Müll. Ja, macht mal weg. Nein, ich meine nicht Sie. Hier, da ist noch was. Ich komme hier gleich. Kate würde dann auch auflegen und mal die Fenster öffnen zum Stoßlüften und auch anfangen, den Müll beiseite zu räumen. Wenigstens mal was anderes. Immer nur telefonieren. Ja, wenn man die verdammten Fenster nur öffnen könnte, aber in diesem bescheuerten Turm gibt es irgendwie nur so ein passive Luftzirkulation, gibt es irgendwie nur so Klimaanlagen und sowas. Das macht ja sowieso zu schaffen, oder? Dass es hier nur diese eklige, gefilterte Luft gibt. Ich freue mich einfach drauf, wenn ich hier wieder rauskomme. Macht euch das nicht zu schaffen? Ihr seid ja eh Jungs, ihr kommt ja damit klar. Was? Wir müssen schaffen. Tack, tack, tack. Es ist nicht mehr weit bis zum Wahlkampf. Und danach können wir genug Luft nur atmen. Ja, als Antwort hebe ich einfach nur noch meinen Hintern, furz einmal laut. Scheiße, war da jetzt doch irgendwie normale Laktose in der im Kaffee? Entschuldigung. Oh, Ian. Die kommen doch gleich. In dem Moment hört ihr das verräterische Geräusch von einer Keycard, die durch den Mechanismus gezogen wird und danach das Piepsen der Tür. Die Tür öffnet sich und Kellyanne kommt wie eine Naturgewalt in den Raum hinein. Es ist wirklich... Es ist für euch wirklich irritierend und bewundernswert zugleich, wie ein Mensch so dermaßen verbraucht aussehen kann wie Kellyanne Conway und gleichzeitig so viel Energie mit sich führen und in einen Raum hineinstrahlen kann. Sie flötet euch geradezu an wie so ein Engel, wie so eine Putte, als sie hineinkommt. Meine Darlings, kommt zusammen, wie geht es euch? Ich bin zurück aus Michigan und ich habe euch ein Geschenk mitgebracht, aber vorher ein kurzes Status-Update. Wie weit seid ihr mit euren Aufgaben gekommen? Ja, ich stelle mich jetzt schnell irgendwo in eine andere Ecke von dem Sofa oder von der Sitzlounge, nicht dahin, wo man dann noch die Sachen von mir sehen kann. Würde mir dann das T-Shirt wieder noch ein bisschen glatt streichen. Ja, ich habe eben gerade noch einen sehr schönen Tweet abgesetzt. Also Social Media habe ich komplett unter Kontrolle. Ich habe jetzt vor allem sehr viel Brandbehebung gemacht. Also so ein bisschen das wieder ausgebügelt, was dann Herr Trump dann während der Nacht so gemacht hat. Der war ja auch dann wieder viel, viel alleine unterwegs. Und es gab noch einige Memes, die ich bekämpfen musste. Also egal, wenn ich eine Stelle lösche, muss ich zwei wieder neu bekämpfen. Und das hat jetzt erstmal gedauert. Aber jetzt aktuell habe ich es gut unter Kontrolle und konnte dann auch wieder selbst einen kleinen Angriff starten. Also ich bin sehr zufrieden mit mir. Sehr gut, Ian. Du weißt gar nicht, wie wichtig das für unsere Kampagne ist, dass wir hier jemand Sachverständigen für diesen ganzen Social-Media-Kram haben. Genau. Ich weiß auch nicht genau, was die anderen hier noch machen, aber meine Aufgabe ist ja schon ziemlich wichtig.